Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den ersten Industriegesprächen Mittelhessen in diesem neuen Jahr 2022. Wie immer seit der Corona-Pandemie senden wir von der Uni Gießen und heute haben wir einen sehr interessanten Vortrag vorgetragen von Professor Dr. Schalz. Herr Schalz begann sein berufliches Leben zunächst mit einer Lehre als technischen Zeichner und ist dann über den zweiten Bildungsweg zur Hochschulreife gekommen, um dann an der FH, an der Uni und der Uni Kaiserslautern sein Studium mit dem Schwerpunkt theoretischer Maschinenbau zu beginnen. Dort hat der Professor Schalz auch dann promoviert, und zwar im Bereich Feinwerktechnik. Das war dann der Fachbereich Mechanik und Elektronik. Anschließend ging er für über 10 Jahre zu Leica nach Wetzlar, zuerst in dem Bereich Koordinatenmessmaschinen und FEM-Simulation und anschließend war er dann verantwortlich für den Bereich Innovation, Entwicklung, Musterbau und Kosten im Bereich Mikroskopie. Anschließend wurde Herr Professor Schalz an die HAWK in Göttingen berufen und war dann dort 24 Jahre lang Professor in dem Gebiet Konstruktion, Maschinenelemente, Maschinendynamik und auch finite Elementmodulation. Mittlerweile ist Herr Schalz pensioniert, aber er kann sich ganz lassen. Er ist auch noch Eigentümer und Geschäftsführer der Schalz Adaptronik GmbH und das schon seit 2010 und nebenbei auch noch Dozent für Konstruktion, Maschinenelemente an der Technischen Hochschule Mittelhessen im Bereich Studium Plus Wetzlar. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns hier einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und Genauigkeitssteigerung an Präzisionsmaschinen und Geräten durch aktive Fehlerkompensation zum Besten geben. Herr Schalz, bitteschön, wir hängen an Ihnen. Vielen Dank für die Begrüßung und die einleitenden Worte. Ich begrüße Sie alle an den Bildschirmen. Ich kann Sie zwar nicht sehen, aber die vielen kleinen Bildschirme, die würden mir auch nicht helfen. Aber ich hoffe, Sie können mich sehen und auch die Präsentation. Und ich hoffe, dass Ihr Internet gut funktioniert überall. Ich bedanke mich im Vorab sehr hier für die freundliche Aufnahme von Herrn Homm hier und von Herrn Ralf Niggemann, aber auch vom Hausherrn Professor Klar. Und einem alten Kollegen aus Leica-Zeiten, den Dr. Sürau, Professor Sürau, um genau zu sein. Also ich freue mich hier jetzt zu berichten über dieses Forschungsprojekt, welches ich schon in den letzten Jahren meiner aktiven Professorenzeit in Göttingen beantragt, genehmigt und durchgeführt habe. Und ja, damit starte ich dann jetzt auch gleich durch. Die Präsentation sehen Sie hoffentlich alle. Ne? Dort sehen Sie ein menschliches Haar unter dem Mikroskop. Und so ein typischer Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt 50 bis 60 Mikrometer im Durchmesser oder 5 bis 6 Hundertstel Millimeter. So, wenn Sie jetzt wie auf dem Sägewerk dieses Haar längs in 50 gleich dicke Scheiben schneiden, dann haben Sie in jeder Scheibendicke einen Mikrometer. So, wenn Sie jetzt eine davon noch nehmen, von diesem dünnen Brett und teilen das dann auch nochmal durch 20, dann liegen wir in der Genauigkeit, über die ich heute sprechen möchte. Also 50 Nanometer. Eine Genauigkeit, wenn ich die 50 Nanometer jetzt ziehe auf die Prüflängen, die wir dort machen oder die auch beantragt worden sind, dann habe ich dort einen Quotienten
So definiere ich ganz gerne Präzision, also die erreichbare Messgenauigkeit bezogen auf die Objektprüflänge. Wenn ich das tue, dann komme ich auf einen Quotienten, auf eine Ziffer von 5 mal 10 hoch minus 8. Das heißt, wir haben zwischen der Genauigkeit und der Prüflänge mindestens 8 Zehnerpotenzen. Ich denke, dass diese Zahl, die lässt einem schon die Angst in die Glieder fahren, um das näher zu realisieren. So, was habe ich heute vor? Ich werde kurz über die Initiative oder die Motivation dieses Forschungsprojektes berichten. Dann gehe ich aber sehr zügig auf diese Linearachse dieser Messmaschine, schaue mir dann dort im nächsten Schritt speziell die Führungen an und berichte kurz über aktuelle Führungsgenauigkeiten von Linearführungen. Dann streife ich die Kompensation von Führungsfehlern bis hin zum Projektziel. Und dann gehe ich ins Eingemachte, in das eigentliche Messprinzip und beschreibe die Prototypmaschine und die Fehlereinflüsse. Und am Schluss finden Sie dann Messergebnisse in Rohform oder auch aufbereitet. Beginnen wir mit der Motivation. Sie wissen alle, dass Maschinen und Gerätschaften immer diesem Druck unterliegen, immer besser zu werden. Ich glaube, dass dieser Wunsch in allen Lebenslagen immer besser zu werden, ist eine Eigenschaft des Menschen und der überträgt sich natürlich auch in die Technik. Das heißt, die Arbeitsvolumina von Bearbeitungs- oder Messmaschinen, die werden immer größer. Und man verbindet in der Regel auch damit, dass man die Auflösungen auch immer weiter steigert. Man muss sich doch einfach nur fragen, wenn man sich ein Handy anguckt, ein ganz normales Handy oder einen großen Monitor und Bildschirm, dann fragt man sich auch, wo kommt diese ganze Präzision her? Das heißt, in diesem Herstellprozess von solchen Geräten muss es ja Maschinen und Geräte geben, die diese Genauigkeit auch wirklich realisieren können. Und das war eigentlich die Motivation, dieses Forschungsprojekt zu beantragen. Heute stößt man an vielen Stellen an physikalische Grenzen, wenn ich mir die Hardware angucke. Und mich beschäftigte damals die Frage, wie kann ich Standard, Maschinen und Geräte verbessern in der Genauigkeit und gleichzeitig diese Lösungen aber bezahlbar halten. Also rein technisch, wie Sie alle wissen, kann man irre viel machen. Also auch schon vor Jahrzehnten hat man irre genaue Maschinen gebaut. Und die Frage stellt sich aber, wie teuer ist dieser ganze Spaß? Das heißt, dieser Spagat, höchste Qualität, höchste Präzision, kombiniert mit der Bezahlbarkeit und heutzutage auch mit ressourcensparenden Lösungen, die haben mich beschäftigt. Und als ich das Projekt beantragt habe bei der ZIM dort in Berlin, das ist ja der Fördertopf für die Mittelstandsindustrie, da hatte ich nach 2 Monaten, das ist ja die Seltenheit, die Genehmigung ohne große Rückfrage. Das hat mir Hoffnung gegeben, dass das Thema noch interessant ist. So, das heißt, es geht darum, Genauigkeiten zu steigern, Messgrößen zu vergrößern und das in Kombination. Und da spielt das Thema Referenzen ja alle bei unseren Maschinen eine wichtige Rolle. So, schauen wir jetzt mal so eine Messachse an. Das heißt, ich habe in der Regel eine Bewegungsrichtung, indem ich den Messschlitten führe.
Und dieser Messschlitten bewegt sich dann in eine Richtung und die anderen Freiheitsgrade sollen eingeschränkt werden. Dann treibe ich diesen Messschlitten typischerweise an mittels Computer und Regelung und Antrieb. Und dann habe ich eine Messachse. So schauen wir auf so die Führung einer derartigen Messachse ist ja so gekennzeichnet, dass ich sage, ich will nur einen Freiheitsgrad freigeben. Und die anderen fünf räumlichen Freiheitsgrade soll die Führung idealerweise fixieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier in X-Richtung fahre und dann erwarte ich von einer idealen Führung, dass die Y-Fehler zu Null werden, dass die Z-Fehler, wenn ich fahre, zu Null werden. Das sind noch die harmlosen Fehler. Jetzt kommen aber die Rotationen, wie beim Fliegen, also das Nicken beim Fahren. Dann kommt das Rollen beim Fahren und das Gieren. Ja, wenn ich jetzt auf so einem Schlitten Aufbauten habe, wie so einem Arbeitsspindel, dann kann man sich ausmalen, dass diese Translationsfehler noch die harmlosen sind, aber die Rotationsfehler mit entsprechenden Hebelarmen dann zum Fehlerhaushalt mächtig beitragen. Und darum geht es eigentlich. So, und da es also heutzutage keine ideale Führung gibt, muss man sich anschauen, was so eine Führung zu leisten vermag. Also von den Eigenschaften so einer Führung steht ganz oben natürlich die Genauigkeit. Dann folgt sofort die Tragfähigkeit dieser Führung. Und dann folgt schon logischerweise die Steifigkeit oder die Nachgiebigkeit der Führung. Wichtig ist das Reibungsverhalten. Habe ich überhaupt Reibung? Und wenn ja, habe ich da auch noch Stick-Slip. Effekte zu verkraften. Nächste Frage ist, sind die Führungselemente verschleißbehaftet oder nicht? Und demzufolge gibt es Wartungsfreiheit oder auch eben nicht. Und Umgebungseinflüsse wie Schmutz, Temperatur etc., mit denen haben wir es ja auch immer zu tun, selbst im Messraum. So. Das Projekt zielt auf handelsübliche Maschinen und da finden Sie oft, natürlich aus Kostengründen, Präzision-Wälzführungen. Diese Führungen sind derart gestaltet, dass ich spielfrei arbeite, also praktisch spielfrei arbeiten, also verspannt sind. Und demzufolge haben diese Führungen auch Reibungseffekte und auch Stick-Slip zu verkraften. Die nächste Klasse ist eigentlich der dritte Punkt in meiner Folie, das sind die Fluidführungen. Dort schwimmt dieser Messschlitten typischerweise auf Ölfilmen, die man dort von verschiedenen Seiten reinpresst in so einen Spalt. Und damit kann man Messschlittenbewegungen auch führen. So das Nonplusultra an Präzision, was man heute hardwaremäßig macht, sind Luftführungen. Das heißt, dieser Messschlitten wird auf dünnen Luftfilmen geführt und die Pressluft wird von außen dann in diese Führungselemente hineingebracht. Und um ihnen dort auch ein Gefühl zu geben, wie groß so ein Luftspalt ist bei solchen Führungen, da reden wir über 3 bis 4 Mikrometer. Das heißt, jetzt wieder in Haaresbreiten gerechnet, Bruchteile von Haaresbreiten. Das heißt aber auch, um Luftführungen dann anzuwenden, dass die Umgebung, die Laufflächen entsprechend von der Oberfläche glatt wie ein Kinderpopo sein müssen und auch eben und gerade sein müssen. Also da geht es richtig ins Geld, wenn ich über Fluid oder auch über Luftführung rede. Also wäre der Wunsch, bezahlbare Maschinen und Messgeräte möglichst mit guten Wälzführungen auszustatten.
So, diese Referenzlineale, das ist ja mit jetzt ein Hauptthema. Die kann ich verwenden, um Fehler zu erfassen und auch letztlich in der Maschine zu kompensieren. Und jetzt schalte ich mal weiter. Das Projektziel unseres Forschungsprojektes, welches sich mit dem Industriepartner, und den kann ich ruhig nennen, das ist die Firma Busch Microsystems Consult, und das Antragsvolumen war 500.000 Euro an Forschungsgeldern. Und die Zielgröße war Messgenauigkeit, und da reden wir von absoluter Messgenauigkeit, von 50 Nanometer, also rund dieser 1000stel Haarsbreite, auf bis zu 2 Meter. Und im Projekt sollte praktisch ein Prototyp entwickelt und aufgebaut werden und die Machbarkeit überprüft werden, ob das überhaupt machbar ist. So, jetzt habe ich zur Vorbereitung dieses Vortrages, Sie verzeihen mir, dieses handgeschriebene Gemälde, das habe ich noch in den letzten Tagen eingeflochten in den Vortrag. Worum geht es? Also, wir schauen in diesem Bild, schauen wir von oben auf so einen Messschlitten. Ja, so, jetzt aktiviere ich mal diesen Pointer. So, das Blaue, das Blaue ist der Messschlitten, auch das funktioniert nicht so richtig, dann lasse ich es. Wir schauen von oben drauf, ja. Blaue Umrandung ist der Messschlitten. Auf diesem Messschlitten ist gebaut eine, ja, könnte man sagen, eine Bearbeitungsspindel mit einer Spitze vorne nach links. Das kann zum Beispiel eine Diamantbearbeitungsspitze sein, wenn ich mich im Bereich der Optik bewege. So, und diese Spindel, dieses kleine Gehäuse hat intern, also kann ohnehin diese Tasterspitze kann regelungstechnisch praktisch in Y-Richtung bewegt werden. Und darunter liegt noch hybrid ein Präzisionsantrieb zur Kompensation. Das ist so die Idee. Und jetzt passiert Folgendes. Wir bauen jetzt dort handelsübliche Führungen ein. Und die sind ja in der Mikrometerwelt krumm. Ja, es gibt überhaupt keine gerade Führung. Und die ist krumm. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen blauen Schlitten dort entlang dieser Führungen verschiebe in X-Richtung, dann beschreibt mir diese Diamantspitze dort diese gestrichelte rote Linie. Ideal wäre es eigentlich, wenn diese rot gestrichelte Linie wirklich gerade wäre. Aber das passiert halt nicht. Das heißt, man kann sich noch so anstrengen und noch so gute Führungen kaufen und einbauen. Da reden wir trotzdem immer über wenige Mikrometer, die diese Führungen praktisch krumm sind. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Der Ansatz war jetzt der, und das Verfahren ist eigentlich im technischen Zeitmaßstab schon uralt. Man denkt sich eine Referenz, da in Pink, ganz links, die soll ideal gerade sein oder beziehungsweise deren Form muss genau bekannt sein. Ich habe die jetzt mal dort gerade gezeichnet. Die lege ich parallel zu dieser Führung des Messschlittens. Und dann baue ich mir links an den Schlitten 2 hochempfindliche Abstandssensoren, auch in Pink, und dann kann ich mit diesen Messgrößen Delta Y1 und Delta Y2 kann ich mir dann mathematisch die Abweichungen berechnen, die praktisch diese Diamantspitze erfährt, wenn ich den Schlitten jetzt bewege. Die einzige Voraussetzung, die diese Maschine erfüllen muss, ist eigentlich eine super gute Reproduktion. Ja, ansonsten muss sie gar nichts machen. So, das heißt, wenn das so funktioniert, dann kann ich doch diese Sensoren einbauen und stelle jetzt fest, die translatorische Abweichung in Y-Richtung
Und auch das Gehirn zum Beispiel, mach mal die Mathematik dazu und sag diesem Hybrid-Kompensationsantrieb in der Arbeitsspindel, stelle genau den Betrag des Fehlers gegen. Das heißt, wenn ich das so und so tue, und das soll natürlich auch dynamisch funktionieren, in einer bestimmten Bandbreite, und dann kriege ich diese rot gestrichelte Linie näher praktisch gerade gezogen, wenn ich dort lang fahre. Und das ist die Idee dahinter. Dieses Verfahren ist alt, in super teuren Maskenmessmaschinen, die ich auch unter Ernst Leitz erfahren habe. Das war in den Mitte der 80er Jahre, bin ich dort eingestiegen. Dort hat man schon die Maskenmessmaschinen gebaut, auch mit solchen Referenzen. Also das Prinzip ist nicht neu. So, um das jetzt wirtschaftlich werden zu lassen, braucht man eigentlich jetzt eine Maschine, die auch in Dienstleistung für neue Maschinenentwicklungen, Fräsmaschinen oder Messmaschinen, diese Lineal vermisst mit dem Protokoll, mit dem Kalibrierprotokoll. Und dann kann ich doch bei den neu zu entwickelnden Maschinen neben diesen Fügungen, kann ich solche Referenzlineale einbauen und kann mit Hilfe von Sensoren und Mathematik und Regelungstechnik die Fehler kompensieren. Das ist die Idee. Jo, die Frage stellt sich jetzt, wie kriege ich denn jetzt die Form raus von diesem Referenzlinear? Also wenn ich das Referenzlinear nicht, also mindestens einen Faktor 10 oder noch mehr genauer vermessen kann, als ich näher arbeiten will, dann hilft mir der ganze Ansatz nichts. Ja? Und da fängt das Problem an. Und also haben wir folgende Situation. Wir haben in dem Projekt eine Messmaschine gebaut, die eigentlich nur zum Ziel hatte, zu reproduzieren. Ja? Die Ablauffehler reproduzierbar zu halten. Und das eigentliche Referenzlineal ist jetzt grün. Das soll später hochgenau kalibriert in neue Maschinen eingebaut werden, um dort eine Referenz zu bilden. So, jetzt haben wir aber folgende Problematik. Wir kennen das Profil des Referenzlineals nicht. Wir kennen auch nicht die Krummheit dieser entwickelten Maschinen. Die kennen wir auch nicht. Das heißt, wir haben zwei unbekannte mathematische Funktionen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das eine und das andere raus? Und da gibt es auch wieder dieses alte Verfahren, Umschlagverfahren. Das heißt, wenn ich jetzt Folgendes mache, also die Kontur A ist unbekannt und die Kontur B ist unbekannt. Jetzt mache ich Folgendes. Ich mache mal den Pointer da weg. Ich messe im ersten Messgang diese roten Abstände. Und das ist bei mir per Definition A plus B. So. Speichere ich ab und dann schwenke ich dieses grüne Profil parallel auf die rechte Seite. Ja? Dieses Umschwenken muss wirklich parallel erfolgen. So. Und dann messe ich die blauen Abstände. Und das ist dann per Definition A minus B. So, jetzt habe ich zwei, also eine Summenfunktion gemessen und eine Differenzfunktion gemessen. Wenn ich die jetzt mit einfacher Mathematik ausrechne, dann sehe ich unten, die Kontur A ergibt sich dann einfach durch ein halbmal A plus B plus A minus B. Das ist also wirklich die erste Schulklasse, könnte man ja fast sagen. Und die Kontur B, die wir gesucht haben in unserer Maschine, die kriegt man dann einfach durch ein halbmal A plus B minus A minus B. Also ganz einfach von der Mathematik. Und so haben wir das auch genau gemacht. Darum Sie schauen auch ein bisschen auf die Uhr, weil, okay. So, hier sehen Sie jetzt die Prototypmaschine.
Also wir wollten ja über also bis zu 2 Meter Maschine bauen, aber wir haben dann zwischendurch haben wir alles überlegt und die Kosten wären uns um die Ohren geflogen. Und dann haben wir jetzt mit dem Projektträger haben wir uns dann verständigt, wir gehen auf 0,5 Meter, da haben wir immer noch genug Zehnerpotenzen zwischen der Messlänge und der Genauigkeit und haben dann die Maschine gebaut. Also, was sehen Sie dort? Das Maschinengrundbett, also diese ganze Maschine ist in Granitbauelementen gefertigt. Also große Grabsteine, sage ich da gerne dazu. Ja? Und diese Maschine, das Maschinengrundbett, ich probiere es jetzt nochmal mit dem Pointer. Oh je. Mein Zittern und auch der Verzug, das bringt nichts. Nee, ist alles gut. Also unten, das, was übersteht, ist das Maschinengrundbett. Da gibt es 3 Füße drunter, also statisch bestimmt gelagert. Und wir haben natürlich auch den Standort dieser ganzen Maschine so gewählt, dass wir auf der Nordseite in unserem Labor waren. Wir haben darauf geachtet, dass wir im Erdgeschoss auf gewachsenem Boden haben wir die Maschine hingestellt. Also das ist keine Kellerdecke, wo das steht. Ansonsten hätte das alles gar nicht funktioniert. Und darüber gibt es jetzt diesen Aufbau. Und innerhalb dieses Aufbaus gibt es diesen Messschlitten. Jetzt versuche ich es trotzdem nochmal ein bisschen mit Handstabilisierung. Und hier gibt es einen Schlitz. Hier. Da guckt so ein Pinuckel raus. Ja. Und auf der hinteren Seite guckt auch so ein Pinuckel raus. Und diese Pinuckel werden bewegt durch diesen Messschlitten intern in dieser Maschine. Das heißt, innerhalb dieses großen Granitblocks ist so Art H-förmig eine Kontur drin, die von allen Seiten mit Luftlagern verspannten Luftlagern geführt ist. Das heißt, in der Querrichtung und in der vertikalen Richtung. So, dann sehen Sie hier hinten einen Antrieb. Dort ist der Antrieb rotatorisch und mit dem Riemenantrieb wird dieser Messschlitten bewegt. Riemenantrieb ist wichtig bei diesem Maschinenaufbau, weil die Antriebskräfte müssen so ausgelegt sein, dass es möglichst überhaupt keine Querkräfte gibt. Wenn ich Querkräfte durch den Antrieb erzeuge, dann erzeuge ich Gier-Effekte und die können wir nun nicht brauchen. Das heißt, man muss auf jedes Krümel achten, damit dieser Messschlitten wirklich reproduziert. So, das heißt, die Messachse wurde dann vom Hersteller mittels Autokollimation und so weiter, wurde das vermessen. Und das ist das Genaueste, was man heutzutage wirklich aufbauen kann. Luftführung verspannt und sehr gut reproduzierbar. So, und dann ging es bei uns um die Frage, wie kriegen wir jetzt raus, wie genau diese Pinuckel, und zwar genau auf der Hinterseite der Maschine, wir wollten rauskriegen, wie verhält sich dieser Pinuckel, wenn dieser Messschlitten diesen 0,5 Meter lang fährt. Und dann gucken wir mal auf die Hinterseite der Maschine. So, hier sehen wir jetzt diese Rückseite der Maschine, die haben wir bewusst auch dort gewählt, weil dann rechts daneben die Wand des Labors war, schön thermisch stabil, ja, Nordseite temperaturstabil angemessen und alles akklimatisiert. Und jetzt haben wir uns ein Messlineal gekauft, also beschafft, dieses silberne Gebilde dort. Das haben wir gekauft und das hat oben und unten Messflächen, geschliffener Art, also das genaueste, was man jetzt auf dem Markt bekommt. Aber auch dieses Lineal ist natürlich krumm, ja, in der Mikrometer.
Welt und schon recht in einander mit der Welt. Und das Lineal benutzen wir, indem wir das dann einmal die Abstände messen in allen Richtungen. Dann schwenken wir das Lineal, das haben wir händisch gemacht, bringen es wieder in Position, sodass wir praktisch das Umschlagverfahren dort realisiert haben. Und die Messsensoren, die wir verwendet haben, sind die von Micro Epsilon, so kapazitive, berührungslose Abstandssensoren, die unter Idealbedingungen Zehntel Nanometer auflösen. Also es gibt dort schon welche, die gehen. Also das ist irre. Aber die Genauigkeiten sind sehr gut. So, das heißt, dieser ganze Aufbau hier, diese beiden Füße hier, diese beiden Füße haben wir und diese hochgefüllten Auflagerstellen haben wir mit viel Gehirnschmalz ausgelegt und auch also statisch bestimmt gelagert, dass es keine Verspannung in das Lineal gibt. Das heißt, Punktberührung, Linienberührung und dann wieder. Das heißt, es darf keine Zwangskräfte auch in dieses Lineal geben, damit das Verfahren funktioniert in der Genauigkeit, wie wir es wollen. So, dann zeige ich Ihnen mal, wie wir dann, also das A und B ist jetzt das Messlineal, das gekaufte, die gekaufte Referenz, die dann von verschiedenen Seiten dann gemessen wird im Umschlagverfahren. Und ursprünglich haben wir vier Sensoren vorgesehen, um dort auch praktisch dann durch Mehrfachmessungen auch dieses Rauschen, da komme ich gleich noch drauf zurück, das Rauschen in den Griff zu bekommen. Und das Schwarze ganz oben links, das ist der Messschlitten, der diese ganze Gabel mit diesen Sensoren hält. Das heißt, wir fahren dann einmal in die Projektionsebene rein oder mehrfach, haben wir das natürlich gemacht, Werte abgespeichert, dann das Lineal gedreht. Das heißt, also ich kann das jetzt so drehen, dass B nach oben kommt und A nach unten. Ich kann es aber auch um die andere Achse drehen. Das ist wurscht. Hauptsache, dass das Umschlagverfahren funktioniert. Und ja, das ist eigentlich das Prinzip. Und durch dieses Verfahren haben wir dann herausbekommen, wie genau diese Messmaschine an dieser Stelle, an dieser Adaptionsstelle dieses Messschlittens funktioniert. So, mit welchen Fehlereinflüssen haben wir es da zu tun? Natürlich die Temperatur. Ja, die Temperatur ist der größte Feind der Präzision. Ja. Sie müssen sich vorstellen, Meterbaustahl. Wenn ich den um 1 Grad erwärme, dann bekomme ich in der Größenordnung 12 Mikrometer Ausdehnung heraus. Das heißt, das liegt, wenn ich das wieder auf meine Messgenauigkeit betrachte, liege ich dort schon wieder an Faktor 200 oder so etwas zu hoch. Das heißt, während dieser Kalibrierzeit, um rauszubekommen, wie die Maschine funktioniert, muss die Temperatur stabil sein. Das kann man unter Laborbedingungen schaffen. Ja? Und vor allen Dingen darf es keine horizontalen Temperaturgradienten geben. Die sind absolut tödlich. Vertikale haben wir ja immer, auch in den Laboren, die stören aber in diesem Fall nicht so. Das heißt, man muss die Referenzlineale natürlich auch so hinlegen, dass sie dann überhaupt nur vertikal unter Temperaturgradienten steht. So, die Auflagerung des Lineals muss absolut verspannungsfrei und reproduzierbar passieren, aber das geht. Ja. Dann Vibrationen, Schwingungen spielen natürlich auch eine Rolle. Deshalb haben wir diese ganze Maschine auf gewachsenen Boden gestellt und haben sie auch auf feste Füße gestellt. Wenn Sie das nicht haben, dann brauchen Sie dort Luftfüße, die wie weiche Federn, wie ein Schiff auf hoher See, schwankt dann diese Maschine dort, um dann die Vibration von außen fernzuhalten. So, Oberflächengüte, auch an diesem gekauften Referenzlineal, die konnten wir nachweisen und der größte Gegner letztlich um die Präzision
herauszukitzeln, war das Signal Rauschen in der ganzen Messstrecke. Und wir mussten dann nachher mit Kurzgriffen, mussten wir dann natürlich auch die Ergebnisse entsprechend mathematisch filtern und finden. So, damit Sie ein Gefühl haben, was wenige Nanometer Verformung bedeutet. Ich habe jetzt auch für heute nochmal in den letzten Tagen dieses gekaufte Referenzlineal FEM simuliert und habe den Eigendurchhang durch Eigengewicht habe ich nochmal simuliert und diese Verformung da oben links, das heißt, das Lineal infolge Eigenverformung verbiegt sich um grob 1 Mikrometer. Ja? Das Lineal ist 60 mm hoch, 10 mm dick und 1,5 Meter lang. So Stahl wohlgemerkt. Ja, Stahl. Hängt in den Seilen des Lineals. So, das stört uns ja nicht, weil die Messsensoren ja praktisch in die andere Richtung messen. Aber was uns stört, wer jetzt in Mechanik im Studium aufgepasst hat, wenn so ein Lineal unter Eigengewicht sich so durchbiegt, dann gibt es an der Oberseite Druckspannung und an der Unterseite Zugspannung. Und wenn man dann auch noch was gehört hat von der Querdehnzahl, also von der Poisson'schen Zahl, dann wird einem sehr schnell klar, dass oben der Querschnitt, also die Dicke des Lineals, wird leicht größer durch dieses Verformen und unten aufgrund der Zugspannung wird der Querschnitt leicht dünner. Und diese blauen Linien, die ich dort gemacht habe, das sind jetzt Verformungslinien entlang dieses 1,5 Meters. Und wenn ich das mal richtig interpretiere, dazu haben wir jetzt die Zeit nicht, dann kriegt man aber raus, dass diese Querschnitt aus dem anfänglichen Rechteck ohne Eigengewichtsdurchhang wird ein Trapez und diese Trapezizität, ich glaube gar nicht, ob es das Wort gibt, weiß ich nicht. Das sind in der Größenordnung 3 bis 5 Nanometer. Das heißt, alleine diese Querschnittsveränderung durch das Eingewicht des Lineals schlug schon 10% unseres Fehlerhaushalts. Also, wer noch nie die Mikrometer gesucht hat und geschweige die Nanometer, dem fällt es schwer, sowas nachzuvollziehen. Ich sage immer, auch die festesten Stähle sind in der Mikrometerwelt Gummi. Und wenn wir im Bereich von Nanometer reden, dann reden wir nicht von Gummi, sondern von Schaumgummi. Das heißt, so kann man das vielleicht beschreiben, was wir dort haben. Aber das funktioniert, solange das Ganze reproduziert. Als die Maschine dann in Betrieb war, erste Inbetriebnahme, dann haben wir einfach mal geguckt, wir haben wirklich nur mal 2 Sensoren dran gehalten und sind mal einfach das Lineal lang gefahren. Da war noch überhaupt nichts optimiert. Und das ist wirklich das Originalbild, was bei mir damals Glücksgefühle hervorgerufen hat. Und wenn Sie da auf die Skalierung gucken, insbesondere unten, dann sieht man, dass die Messunsicherheit schon in diesem 50 Nanometer, also diese Vertikalachsen sind Mikrometer, ja? Da liegen wir schon bei dem ersten Wurf in dieser Größenordnung 50 Nanometer. Da waren wir also alle ganz happy und haben gesagt, okay, das gibt Hoffnung, das gibt Hoffnung. So. Jetzt, da ich hier in der Präsentation nicht in das Bild reinzoomen kann, hoffe ich, dass Sie es auch so entziffern können. Wir haben, also das Rauschen ist ein Riesenproblem bei dieser Messerei. In dem oberen Bild sehen Sie den Zustand. Die Messtechnik ist eingeschaltet. Die Maschine ist aus. Und die Luft ist auch ausgeschaltet. Das heißt, dieser Messschlitten liegt auf Granit unten, hat sich abgesenkt mit dem Schiff auf dem Dock und liegt einfach nur da. Und dort haben wir dann mal die Messmimik auf Rauschen untersucht und nebendran sehen Sie dann die Standardabweichung und die Standardabweichung in diesem absoluten Ruhezustand, der ja auch den Laborzustand charakterisiert. Dort haben wir rund 7 Nanometer
Standardabweise in den Messwerten. Dann schalten wir die Luft ein. Die Maschine ist immer noch ausgeschaltet. Nur die Luft wird eingeschaltet. Nebenbei, die Luft muss natürlich auch temperiert da reingeführt werden. Sonst haben wir Bigel-Mental-Funktionen dann vor uns. So. Das heißt, allein das Durchströmen der Luftspalte lässt jetzt das Rauschen größer werden. Das heißt, die Standardabweichung geht jetzt von 7 auf 13 Nanometer. So, nächster Schritt, Maschine eingeschaltet. Nur die Elektronik eingeschaltet, nichts bewegt sich. Ja. Das heißt aber, die Regelung läuft, dieses Antriebsmotors, und da diese Endstufen oft gepulst werden, etc. pp., entstehen Schwingungen in der Maschine. Allein nur durch die Elektronik, Endstufen etc. Und das ist das dritte Bild. Also die Nanometer gehen ein bisschen hoch, aber nicht arg. Und dann kommt Bewegung ins Spiel. Die untere Linie ist dann, die Maschine fährt mit 1 Millimeter pro Sekunde, also Fleischgang. Ja. Und dort haben wir dann in den Messwerten Standardabweichungen von Größenordnung 16 Nanometer. So, im nächsten Bild haben wir das mal weitergeführt. Wie viel Zeit habe ich noch, Herr Morgen? 5 bis 10 Minuten. Oh, da muss ich mal. So, das heißt, wir haben die Geschwindigkeit gesteigert und das ist ja auch irgendwie logisch, je schneller das Ganze dann geht, je mehr Vibrationen kommen in diese Maschine rein und das zeigt sich natürlich auch in diesem hochempfindlichen Sensor. Das heißt, mit 10 mm Verfahrgeschwindigkeit pro Sekunde des Messschiffens haben wir dann eine Standardabweichung im Rauschen in Größenordnung von 40 Nanometer. So sieht das dann in Natura aus. Die verschiedenen Farben, das waren verschiedene Messläufe. Wenn man auch die Skalierung jetzt nochmal, das können die vermutlich nicht entziffern, so richtig. Also eine Einheit sind auch hier wieder 50 Nanometer. Von der vertikalen Skalierung. Ja? Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie kriegen wir jetzt diese Rauscheffekte weg? So, dann könnte man auf die Idee kommen, na gut, wir bauen Tiefpässe ein, ne? Weil die Signale werden ja elektrisch verarbeitet. Tiefpass mit niedrigen Grenzfrequenzen, dann kriege ich das Rauschen weg. So. Der Haken daran ist, dass jeder Tiefpass und je höher die Ordnung ist der Tiefpässe, je größer sind die Phasenfehler, die ich dahinter mir herschleife. Und das geht nicht. Wir haben diese Stützstellen, wo wir die Messwerte aufgenommen haben, in Bewegungsrichtung alle Zehntel Millimeter aufgenommen. Weil wir mussten das gar nicht feiner machen, weil die Unebenheiten an diesem gekauften Referenzsignal und geschweigerten Maschine sind ja ohnehin langweiliger. Das heißt, das ist alles kein Problem. Aber analoge Filter oder auch so digitale Filter, das funktioniert so einfach nicht. Weil wir dann zwar das Rauschen wegkriegen, aber wir verlieren die Ortsgebundenheit an das Messlinear. Dann haben wir noch untersucht, dieses gekaufte Lineal ist ja geschliffen an diesen Messflächen. Und dort ist die Rauheit ja auch nicht null, sondern wir haben dann an der Hochschule hatten wir dann ein extrem empfindliches Oberflächenrauheitsmessgerät. Und diese blaue Fläche, das ist 10 mal 10 mm, das ist etwa die Fläche, die unsere Sensoren, die kapazitiven Sensoren umspannen. Dort haben wir einfach mal geguckt, wie sieht denn da überhaupt die Oberfläche aus von diesem gekauften Messlineal. Und da sehen Sie, wenn Sie auf die Skalierung gucken, vertikal, haben wir es dort auch mit Mikrometer
statistisch verteilten Bauheiten zu tun. Ja? Ganz hinten ist noch ein Berg, ein bisschen höher. Das, weil wir haben gerätselt, wo kommt das denn alles her? Und haben dann jedes Grün untersucht. Also auch das spielt eine Rolle. So, wir haben dann entschieden, wir machen reine mathematische Filterung und gleichzeitig finden wir. Das heißt, diesen Phasenfehler, das heißt, wir gehen mit unseren Messwerten, wir schieben die dann rechnerisch ein bisschen in die Vergangenheit rein, haben das natürlich dann verifiziert an Objekten, die wir auf kleinen Abständen exakt kannten, und haben das verifiziert und haben dann diese Mathematik dazu, hat dann dazu geführt, dass wir aus so einem verrauschten Signal dann diese orangene Linie rausrechnen konnten. So, das ist dann auch schon die letzte Folie. Oben sehen Sie jetzt zwei Kurven, rot und blau. Die blaue Kurve, also fast einen halben Meter, also wenn Sie die horizontale Skalierung gucken, also 480 mm, glaube ich, waren es. Blau haben wir dann am 30. August 2018 haben wir die aufgenommen. Und dann einen Tag später in Rot, am 31. August, und haben dann diese Linien, die sind jetzt natürlich bereinigt, mathematisch, und haben die Differenz gebildet. Und die beiden roten Grenzen unten im Bild bilden den Toleranzschlauch unserer Zielgröße von, ja, als Hub, also Peak to Valley von 50 Nanometer. Und wenn ich die Differenzlinie aus Rot und Blau oben, unten bis auf ein paar Ausreißer, dann machen wir das Auge zu, ja. Aber das meiste, also der wirklich überwiegend große Teil liegt im Toleranzschlauch. Da waren wir eigentlich ganz happy drum. Das heißt, wir konnten letztlich auch diese ganzen Effekte dann reproduzieren, also zum Beispiel hier dieser Buckel. Warum macht der Messschlitten jetzt hier so einen Buckel? Da haben wir dann auch mit dem Hersteller, dann haben wir das geklärt, dass im Antrieb, das ist ja, gab es bestimmte Stellen, wo so ein Huckel zu erwarten war, der tauchte dort auch auf. Das heißt, in dieser Schaumgummi-Welt sehen Sie jede Veränderung irgendwo in der Zahnteilung oder sonst wie. Das ist unglaublich. Aber solange das reproduzierbar ist, ist ja gut. Und damit, ja, haben wir eine Maschine geschaffen, die in keinster Weise jetzt marktfähig ist. Wir haben mit diesem Prototyp, konnten wir nachweisen, dass wir wirklich über Meterlängen wirklich in solchen Dimensionen, also von wenigen 10 Nanometer reproduzierbar genau messen können. Und eine derartige Messgenauigkeit ist mir zumindest im Markt nicht bekannt bis heute. Ja? Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und ich glaube, das war es von meiner Seite. Und jetzt stehe ich natürlich gerne für Ihre Fragen zur Verfügung und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Scheiß, vielen Dank auch Ihnen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mal in die Frage- und Antwort-Session wechsle, um Ihnen aus dem Publikum ein paar Fragen zu stellen. Genau, also eine Frage von Herrn Dr. Köbel ist, wie parallel sind die Linealkanten? Woher kennt man die Parallelität? Die Parallelität ist letztlich gar nicht so entscheidend, sondern man kann ja dann nachher, bei dieser Messerei geht es darum, dass man aus den Messwerten im schlimmsten Fall eine Regressionsgerade rausrechnet und kann dann mit einfachen Offset nachher, das kann man rechnerisch machen oder auch mittels Hardware,
kann ich diese Unparallelitäten eliminieren. Also was den Prozess stört, also wenn ich beispielsweise eine Planoptik herstellen will, und dann kann ich diese Unparallelitäten, die kriege ich relativ schnell raus. Was aber den Prozess stört, wenn der Planspiegel nachher Krummspiegel ist. Ja? Und insofern ist das kein großes Problem. Und die haben uns auch nicht wirklich interessiert an diesem Messlineal, weil wir ja einen Punkt des Messbildens verfolgen durch dieses Umschlagverfahren und dann werden diese Dinge eliminiert. Ich muss nur beim Umschlag dafür sorgen, dass die Position, dass dort die Parallelität gewährleistet ist. Und wenn jetzt eine Seite ein bisschen schief ist zu der anderen, dann entsteht theoretisch ein Fehler, da haben Sie schon recht. Aber das sind Fehler, wie das so schön heißt, von höherer Ordnung. Ja. Ja, vielen Dank. Dann gibt es noch eine weitere Frage. Sehr geehrter Herr Schalz, wie wurde beim Umschlag sichergestellt, dass in der gleichen Ebene gemessen wurde und nicht in einer Parallelebene? Na gut, ich habe das Lineal hingelegt auf die Punkte, gemessen und dann habe ich es rausgenommen, rumgedreht und wieder an die Punkte gelegt. Also dieses Lineal dorthin legen, das ist absolut reproduzierbar. Das ist kein Hexenwerk. Ja? Und selbst wenn es dort einen kleinen Offset gibt, das kann ich mathematisch dann wieder bereinigen. Ja? Also mit der ähnlichen Argumentation umgeben. Dann ein Lob für den tollen Vortrag und die reiche Präzision, verbunden mit einer Frage. Haben Sie auch einmal Laser als Referenzlineal in Erwägung gezogen? Das wird zum Beispiel bei der magnetischen Vermessung von Beschleunigerkomponenten verwendet. Die Präzision erreicht aber wahrscheinlich nicht die Nanometer-Skala. Ja, ich habe mit so einer Frage gerechnet, aber das bietet sich auch an. Also wenn man über großen Messlängen jetzt Ablauffehler erfassen will, dann bietet sich natürlich ein AKF an, also ein Autokollimationsfernrohr. Aber wenn man dort mal in die Spezifikationen guckt, bei großen Messlängen, dann verlassen die auch sehr schnell den Nanometerbereich. Das heißt, dort liegt man auch nur im Mikrometerbereich. Also das bietet sich an. Statt so ein Referenzlineal einfach ein Laserstrahl, ja, der ist schon gerade, aber die Krux ist einfach, dass man die Auflösung dann zu diesem Strahl, dass die heute nicht da sind. Ja, die sind heute einfach nicht da. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Können Ursachen für nicht stochastische Anteile des Rauschens ausgemacht werden? Mir fallen Anregungen zu Schwingungen aus. Es gibt da regelmäßige Oszillationen in Ihren Rauschblocks. Sehen Sie da spektral eng begrenzte Störsignale? Die haben wir auch gesehen. Wir haben uns angeguckt. Dieser Randrieb hat einen Zahnriemen. Wir konnten bei genauerem Hinsehen und Analyse dieses Rauschspektrums konnten wir schon die Zahnteilung ermitteln dort, das ist schon so. Ja. Also, aber man sieht aber auch an diesen Rauschsignalen auf der rechten Seite, die ich dort gezeigt habe, dass das schon alles sehr gut aussieht wie so eine Gauss-Verteilung. Wenn systematische Anteile dazukommen, dann sieht man das in dieser Darstellung, dann teilen die dann schon auf. Ja. Ja. Aber es ist schon richtig, der Teufel steckt im Detail. Eine Frage habe ich noch, ich weiß noch nicht genau, ob Sie vielleicht damit was anfangen können. Welche sind die Begrenzungen des hier vorgestellten Verfahrens? Also Begrenzungen, leider wurde nicht präzisiert, was mit Begrenzung gemeint ist, vielleicht die Ortsauflösung, also ob man noch vielleicht noch genauer als diese 50 Nanometer Toleranz wäre. Ich denke, das ist die Grenze. Also lassen Sie mich so antworten, die Frage, wo kommen die 50 Nanometer her überhaupt? Diese Frage, die kann man leicht beantworten. Wenn Sie heute moderne Fräsmaschinen zum Beispiel angucken, dann finden Sie in den Spezifikationen, dass so eine Fräsmaschine
Plus minus 2,5 Mikrometer Genauigkeit fest. Das sind schon wirklich gute. Da darf man schon nicht im Grobarbeitsgang liegen, sondern schon im Pflichtarbeitsgang. Und so, wenn ich diese plus minus 2 Mikrometer nehme, 2,5 Mikrometer, da liegt es bei 5 Mikrometer Toleranzgrad. Ja? So, wenn man jetzt für die Zukunft will man genauere Maschinen bauen, will aber die Führungselemente nicht verteuern. Ja? Und die Schuss ja sowieso an ihr Grenzen. Was hilft mir eine genaue Führung, die Faktor 10 genauer ist, wenn ich die auf das Maschinengrundbett schraube, dann ist die sowieso krumm. Das heißt, ich kann sowieso das Maschinenbett nicht annähernd so genau fräsen, wie die Führung gerade ist vom Hersteller her. Deshalb spezifizieren die Hersteller ja auch immer für idealen Untergrund ihre Abläufe. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, Faktor 2 wäre ja schon ein Riesenfortschritt. Wenn ich sage, Faktor 5, jetzt sage ich mal ein Faktor 10. Zu heute will ich die Maschinen steigern, die Genauigkeit. Dann liege ich da nicht, dann liege ich bei 500 Mikrometer. Dann kommt die alte Regel, wenn ich mit einer bestimmten Genauigkeit bearbeiten will, dann muss ich mindestens einen Faktor 10 genauer messen. Und da kommen die 50 Nanometer her. Also im Grunde kleines Einmaleins der Messtechnik. Also die Grenze liegt wirklich in diesem Toleranzschlag, 50 Nanometer. Das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Selbst wenn da nur 100, also wenn statt der 50 100 Nanometer, wäre ein Riesenschritt. Das heißt, wir haben jetzt die Grundlage geschaffen mit diesen Untersuchungen. Dass, ich sage mal, das ist eine Alpha-Maschine. Ja? Wir hätten jetzt das Know-how, um eine Beta-Maschine zu bauen, die auf diesem Wechsel des Referenzlineals alles dann automatisiert abläuft. Wenn man so eine Maschine baut, dann könnte man so eine Maschine als Dienstleistung anbieten für Leute, die genauere Maschinen entwickeln wollen später. Ja? Die liefern einem die Referenzlineale, die sollten nur von den thermischen Eigenschaften so sein, dass sie thermisch möglichst unempfindlich sind. Da kommen dann Invar zum Beispiel als Metall in Frage oder Zerodur als Keramik. Ja. Und dann spielt die Temperaturveränderung auch keine große Rolle. Also das geht. Aber die Grenze liegt wirklich in dem ganzen Messprozess. Also die 50 Nanometer war schon eine echte Herausforderung. In der Zwischenzeit ist noch eine Frage reingekommen. Ich glaube, die Zeit haben wir auch noch. Wie wichtig war im Nachhinein angesichts der Messmethode die Qualität der Komponenten, zum Beispiel des Referenzlineals? Die Qualität des Referenzlineals wird eigentlich nur begrenzt durch die Oberflächengüte. Das heißt, die Rauheit dieser Messflächen, die haben uns das Rauschen vergrößert auch. Aber ansonsten ist die Qualität so eines gekauften Lineals. Und auch diese Eigendurchhang wurde ja kompensiert durch die Messanordnung. Ja, also da muss man genau gucken, wie wirkt die Erdschwere dort. Und man muss diese Lineale, so wie sie dort auf der Maschine vermessen werden, muss man sie später natürlich auch in die neu zu entwickelte Maschine einbauen. Ich kann die da nicht um 90 Grad drehen. Ja. Aber die Qualität dieser Lineale ist auf die Rauheit. Also wenn ich mir ein ideales, kaufbares Lineal wünsche, dann müsste eigentlich nur die Oberfläche noch ein bisschen besser sein. Das andere juckt uns nicht. Weil wir die ganzen Fehler rausrechnen. Hätten Sie auch eine Idee für ein dreidimensionales Referenzlineal? Das war jetzt noch eine eben reingekommene, schnelle Frage. Weil es ja nur in einer Ebene funktioniert, das Referenzlineal der hier vorgestellten Maschine. Wenn ich das jetzt in drei Dimensionen haben möchte. Wenn die dreidimensionale Referenz, wenn das praktisch so ums Eck geführtes Lineal, also das glaube ich funktioniert nicht, weil allein die Temperaturgradienten das alles verbiegen. Wir haben früher bei unseren Messmaschinen, die ersten 3 Jahre habe ich ja dort gewirkt, dort haben wir, also wenn Sie jetzt dieses Referenzlineal in den Raum legen, nicht in Achsrichtung, sondern in den Raum,
dann hat man schon eine sehr gute räumliche Referenz. Und die kann man ja in verschiedenen Lagen anordnen. Früher haben wir Zeroldurplatten, erinnern sich noch, Zeroldurplatten erzeugt, die haben wir dann im Raum in verschiedenen Orientierungen vermessen und konnten dann auch den Raum erfassen. Das geht. Aber alles kompliziert. Prima. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt erstmal alle inhaltlichen Fragen soweit. Es gibt noch eine organisatorische, ob es im Nachgang die Folien gibt. Also auf jeden Fall war Herr Schalz damit einverstanden, dass es aufgezeichnet wird. Das heißt, man kann sich das Ganze dann auch in einigen Wochen auf YouTube dann tatsächlich nochmal anschauen und vielleicht auf Einzelnachfrage, je nachdem, wie der Herr Schalz die Folien rausgeben kann oder nicht, gibt es vielleicht auch die Folien dann auch noch. Das war es aber erstmal von den Industriegesprächen Mittelhessen für heute. Wir werden voraussichtlich im Mai weitermachen mit den nächsten. Da werden Sie aber wie immer auf dem Laufenden gehalten. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben, dass Sie auch so zahlreich bei uns geblieben sind. Herr Professor Schalz, Ihnen nochmal vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und bleiben Sie natürlich gesund. Tschüss.